Die ich in einem Gedicht geschrieben habe, das auch erwähnt worden ist in der Laudatio,
Reise, Deutschlandreise und in dem über Wuppertal die folgenden Zeilen stehen. Yo primero, ¿no? No. Sí. Ich lese zuerst Deutsch, denn dann wissen, verstehen die, die kein Spanisch können, dann auch die Zeilen, wenn der Dichter liest, besser, was drinsteht. In Wuppertal, der Stadt von Engels, wünscht Dieter Rosenkranz, Millionär wie Engels und Besitzer von Textilfabriken in mehreren Ländern, den Sozialismus herbei. Er will seine Fabriken loswerden. Geld interessiert ihn nicht. Er holt linke Leute in seine Fabriken, damit sie Kritik üben und ihm sagen, was er noch besser machen kann für die Arbeiter. Beim Abendessen in seiner Wohnung voller Gemälde erzählt er mir von seinem Besuch beim Dalai Lama. Meditation und Revolution, das sind seine Interessen. Und als ich in einem Saal in Wuppertal sprach, unterbrach mich schimpfend ein alter, bärtiger Nazi, ein Irrer, erklärte man mir. Zwei Brüder, Nachkommen von Engels, 80-jährig, evangelische Pfarrer und wichtige Theologen, alle beide. Moselwein, lieblich wie Limonade, kalt und golden, Pfirsichkuchen. Hinter den Fenstern die alten, steilen Dächer von Wuppertal, im Herbstnachmittag und der Park. Engels Großvater, ein Kaufmann, ging pleite zur Zeit Napoleons und zeigte seinen Arbeitern die Rechnungsbücher, damit sie sähen, dass er sie nicht betrog. Einmal stahl ihm ein Arbeiter Kohlen, da brachte er ihm eine Karre Kohlen ins Haus. Friedrichs Vater hat an die 50 Häuser und es gibt ein Gedicht von Engels, geschrieben kurz vor seiner Konfirmation, in dem es heißt, Christus, wie sehr ich dich liebe. Doch dann sah er die Ausbeutung der Arbeiter und kehrte dem Christentum den Rücken. Marx wählte freiwillig die Armut aus Liebe zu den Armen und litt Verfolgung, Engels genauso. Ich hoffe, ihm im Himmel zu begegnen, sagte der ältere der beiden in seinem Rollstuhl. Eine Hand ist lahm, und als ich vom Leben nach dem Tode sprach, an das ich glaube, verbarg seine Frau die Tränen. In Wuppertal, la ciudad de Engel, Dieter Rosenkranz, millonario joven y dueño de fábricas textiles en varios países, desea el socialismo para que le quiten sus fábricas. No le interesa el dinero. Lleva gente de izquierda destinada para que la critiquen. Le digan qué más puede hacer por los obreros. Mientras cenamos en su casa sencilla, llena de gran pintura, me cuenta de su visita al Dalai Lama, interesado en la contemplación y en la revolución. Y mientras yo hablaba en un auditorio en un pastal, me interrumpía con arengas un viejo barbón nazi, un maniático, me explicaron. Los dos hermanos descendientes de Engels, octogenarios, pastores protestantes y teólogos importantes, los dos, vino del mozalla suave como limonada, frío y dorado y pastel de durazno. En la ventana, los techos viejos y empinados de Wuppertal. En el atardecer otoñal y el parque, el abuelo de Engels, comerciante, quebró cuando Napoleón y enseñó sus libros de cuentas a los obreros para que vieran que no los engañaba. Una vez un obrero le robó carbón y él le llevó a su casa una carreta de carbón. El padre de Federico tenía como 50 casas y hay un poema de Engels escrito antes de su confirmación que dice, Cristo, cuánto te amo. Pero vio la explotación de los obreros y dejó el cristianismo. Marx escogió libremente la pobreza por amor a los pobres y las persecuciones, igual a Engels. Espero encontrarlo en el cielo, me dice el más anciano de los dos, en su silla de ruedas con una mano tiesa. Y cuando yo hablé de la vida después de la muerte en la que creo, su esposa ocultó las lágrimas.